10 Uhr morgens. Hier, wir haben gerade mal 2 Stunden geschlafen, Majo und ich. Das erste Mal, dass wir so früh aufnehmen, gell? Ja, Mann, ich schwör. Majo, Bruder, zieh nicht, ey. Ey, Bruder, guck nicht, wenn wir ziehen und so. Hey, easy, Mann. Alles gut, okay? Wir geben dir auch später was. Bruder, nicht so viel, Alter. Nicht so viel, Dicker. Krass, Alter. Du Scheiße, was hast du für Augen, Alter? Mach mal einmal den Refrain nochmal an. Mann, lass mal laufen. Ey, Bruder, alles gut, Alter. Alles gut. Ey, wir müssen hier kurz beruhigen, Alter, okay? Okay, Mann. Ey, Bruder, komm hier kurz raus. Okay, ich komm wieder klar. Geil, Mann. Nein, Mann. Echt? Ey, du kannst richtig abgehen auf mich. Ey, wirklich nicht, Mann. Ich mag echt nicht. Echt? Du musst auch nicht zahlen, Digga. Ja, ist mir egal. Ich mag nicht. Danke, ja? Auch unsere Kostprobe nicht. Nee, Mann. Coca-Session, Alter. Voll auf Coca-Moka. Ey, warte, Max, kurz. Der rastet aus. Warte ganz kurz, Bruder. Ey, Macho, Bruder, Mann. Okay. Ey, okay. Alles Greenpeace. Hast du's? Mahmoud! Ey, ja, ja. Du bist der Maxi-King. Du heißt jetzt Mahmoud, nicht mehr Maxi. Let's get out. Guten Morgen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt nach Düsseldorf, Friseur, zu Dashi. Nein, die Haare erstmal ein bisschen gefresht. Wenn ein Partner spielen will mit Macho, ein Spiel mit Partner macht das lecker. Jetzt guck mich an, aber so bitte, gib mir. Ich gebe mir so, außen habe ich dir fast gegeben. Ich mach so. Ich hab nichts. Ist okay. Bruder, ich bin am Verlieren. Guck ihn an, der macht so einen Spruch gerade. Ich hab dich so gesehen. Wir sind in den letzten 3 Monaten so zusammengewachsen, dass ich in Dashi gesagt habe, dass ich so sitzen möchte. Ich ihn die ganze Zeit angucken möchte. Aber er empfindet mich das nicht. So, jetzt sehen wir, wer die Eier hat. Wer ist dafür, dass wir jetzt den anderen Session stürmen? Ja. Ich bin dabei. Komm, wir gehen einfach hin. Du hast selbst die Songs gehört, Digga. Glaub mir, das ist gut für dich. Du weißt, was für ein Hype das bekommen wird. Das ist gut für dich. So gehen wir das an, wenn wir Beats haben, das ist so wie Schutzgeld. Der hat alle Beats gemacht. Wer? Oder der Typ hat nur Stopp und den gedrückt. Denk die ganze Zeit, du hast das alles gemacht, Alter. Nein. Hast du gedacht, der hat die ganze Musik gerappt, hat der auch, hab ich gedacht. Majo, zack, guck mal. Danke, Bruder. Danke, großer Bruder. Vielen Dank. Was? Ich höre dich nicht. Du hast noch nicht bezahlt, Bruder. Was? Ich höre dich nicht, Bruder. Wir haben ein neues Spiel unter uns. Am Anfang, Wallah, ich zahle. Bruder. Wir haben den Spieß jetzt umgedreht und derjenige, der nicht zahlt, ist der Coole. Genau. Wir lassen uns jetzt gerne einladen. Im Moment ist der Kurdo der Coole. Hat gar keinen Fremdscham. Er sagt, ey, Kurdo, dein Geld mal. Ich sag, Bruder, lass da. Er macht das so. Ich sag, ey, Kurdo, zahl mal, ich hab kein Geld, aber ich hab auch mein Portemonnaie vergessen. Was ich vom Album halte, momentan ist was anderes angesagt, aber damit haben wir auch das Beste rausgeholt. Und trotzdem haben wir ein bisschen diese Elemente von damals noch reingemacht. Zum Beispiel Nachtaktiv ist euer Ghetto-Rap, 11. Stock-Sound, breiter als der Türsteher, aber 2017. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, aber weißt du warum? Nicht, weil ich jetzt denke, boah, das lässt sich voll krass vermarkten oder nicht. Wir haben eine geile Zeit zusammen gehabt, wir haben richtig krass zusammen Musik gemacht, wir haben Spaß gehabt. Also meiner Meinung nach haben wir ein richtig krasses Album auf die Beine gestellt. Wir sind doch richtig dicke Freunde. Wie als würden wir uns 20 Jahre kennen. So. Pech und Schwefel. Er ist schon richtiger Duisburg. Ich könnte dir mobiliertes Apartment vermieten. Kannst du bitte in meiner Sprache reden? Mobiliertes Apartment. Wohnung mit Möbel. Das hätte ich besser haben, Bruder. So, was geht ab, Leute? Wir sind beim Fotoshooting zum Album Blanco. Wir machen jetzt Fotos. Ganz geil. Ich habe wieder Boxerschnitt. So, Leute, neuer Mercedes. Ein bisschen außer Puste, lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Wohin? Guck mal, wer auf der Bank sitzt. Dreh dich mal um, Alter. Guck mal in die Reihe, wen erkennst du noch? Fitness Hotgun, kennt ihr den? Na, von seiner Snapchat-Story. Der geht immer McFit pumpen. Ihr seid jetzt hier live auf Kamera. Wollt ihr irgendwas sagen? Was sagt ihr zu unserem neuen Album? Banger Musik für immer, Jungs.